Hallo und herzlich willkommen. Das ist CypherPolex. Natürlich heute mal wieder mit einem brandaktuellen Video, wo es darum geht zu erklären, wie es denn mit Monkey the Dragon, Sabo, der gesamten Revolutionsarmee weitergeht, warum die Gorosei sich zurückgezogen haben, was wirklich passiert ist und natürlich welches katastrophale Ereignis eben zu diesem Rückzug geführt hatte. Unter anderem werden natürlich hier auch Imusama und viele, viele andere Aspekte relevant, weil wir uns auch nochmal darüber unterhalten müssen, wer oder was denn genau Imusama ist und warum das halt auch so relevant ist. Allein das Gespräch mit Copa zum Beispiel hat gezeigt, wie relevant zum Beispiel nur das D an sich ist. Der Name Nefeltari Di Lili zum Beispiel hat einen unglaublichen Trigger ausgelöst, aber dazu auf jeden Fall später mehr. Ansonsten darüber hinaus natürlich haben wir auch gemerkt, in welcher Weise man versucht hat, dieses Gespräch direkt zu unterminieren. Und die einzige logische Konsequenz, Sabo nicht zu verfolgen, war es tatsächlich zu sagen, man kann halt seine wahre Gestalt sozusagen noch nicht enthüllen. Die Gorosei wären mehr als in der Lage dazu gewesen, Sabo und Warpol noch nach extremer Distanz aufzuhalten. Ich meine allein nach Churo. Wir haben gesehen, wie schnell sich dieser Mann bewegen kann. Heißt, wenn es darum ginge, einen Sabo und einen Warpol aufzuhalten, wären die Gorosei dazu in der Lage gewesen. Sie haben sich aber bewusst dagegen entschieden, weil sie halt ihre Gestalt auf Meritor nicht enthüllen konnten. Und selbst hier auf Egghead war es halt auch mehr spekulativ. Das heißt, die Marinesoldaten und selbst die Vizeadmirale haben halt nur irgendwelche Gestalten gesehen, konnten aber nicht die Gorosei damit assoziieren. Man wusste, dass ein Saturn irgendwo in der Nähe ist, aber selbst da war es dann auch wieder schwierig. Und sowieso, keiner unterhalb dem Rang eines Offizieres darf es überhaupt in Erwägung ziehen, Saturn nur anzuschauen. Wir haben gesehen, was dann passiert ist. Deswegen auch nochmal eine schwierige Geschichte, aber gut, ihr kennt das Prozedere. Erstmal vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Vielen Dank für die Daumen nach oben. Vielen Dank für die neuen Abonnenten. Vielen Dank für die vielen Kommentare. Und natürlich ein großes und dickes Dankeschön geht raus an die Kanalmitglieder. Im Namen der Gerechtigkeit bammeln wir aber auch gar nicht so lange rum, sondern fahren wir auch direkt mit dem Video fort. Wie gesagt, wir haben hier einiges sehr Spannendes vor uns. Erstmal natürlich zurück zu Monkey the Dragon. Dragon konnte ja auch verfolgen, was momentan auf Egghead passiert ist. Und er hat Vegapunk ja genau wie Kizaru als guten Freund betrachtet. War auch eine sehr emotionale Rede seitens Kizaru, als er gegenüber Kaino äußerte, er hätte seinen besten Freund getötet. Und Kaino daraufhin auch gefragt, weißt du, wie es ist, deinen besten Freund zu töten? Und in dem Moment war es auch ein cooles Ereignis, weil man eigentlich auch im Hinterkopf behalten sollte. Nein, er weiß es nicht. Weil man kann ja sogar davon ausgehen, dass Kusan vielleicht sogar aus Akainos Sicht sowas wie ein bester Freund ist oder war zumindest. Und er hat ihn nicht getötet, er konnte es nicht übers Herz bringen. Und Kizaru war dann hundertprozentig treu. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Kizaru das bewusst auch so formuliert hatte. Akaino war noch nie so ruhig. Und als dieser Ausspruch sozusagen von Kizaru gekommen ist, hat er halt auch direkt nichts mehr entgegnet und sich auch noch dafür entschuldigt. Und Kizaru hat auch ganz klar gesagt, ja, ich habe es getan, ich habe meine Aufgabe erfüllt und ich war der Marine treu, trotz dessen, dass Akaino anfänglich rumgenörgelt hat. War schon sehr, sehr spannend. Aber gut, aus Dragons Sicht ist natürlich auch hier ein sehr guter Freund verstorben. Nach Ohara hatte er schon die Idee, dass man Vegapunk irgendwie die Revolutionsarmee mit eingliedern kann. Nur zu dem Zeitpunkt wusste Vegapunk bereits schon, dass es in eine andere Richtung gehen muss. Er wusste, die Marine ist in der Lage, beziehungsweise die Weltregierung, die Ressourcen zu stemmen, die er halt nun mal benötigt. Und er musste Egghead halt nach vorne bringen. Er hatte eigene Ideen, er wusste auch, was auf ihn zukommt. Und ich kann mir auch vorstellen, in dem Moment hatte er schon genügend Informationen über die Geschichte, dass er halt einfach bestimmte Sachen bewerkstelligen musste. Und er will ja auch irgendwo bewerkstelligen, dass die Strohpiraten schlussendlich das One Piece erreichen. Er hat jetzt nicht wirklich aktiv was dafür getan, aber wir dürfen auch nicht vergessen, Lilith ist noch am Leben und kann jetzt irgendwas dazu beitragen. Bedeutet, in dem Fall gibt es wahrscheinlich sogar noch in naher Zukunft einige interessante Informationen, einige interessante Aspekte, die dann posthum sozusagen von Vegapunk erscheinen werden und die halt dafür sorgen, dass die Strohpiraten einen riesigen Vorteil haben. Und das Ganze hätte halt dann auch irgendwie sozusagen eine nachträgliche Begründung mit sich gebracht, warum Vegapunk so weit gegangen ist, warum er das alles tolerierte, warum er das alles zugelassen hat und natürlich auch, was sein Endziel war. Im Falle von Dragon kann man aber auch davon ausgehen, auch wenn man ihn zum Beispiel jetzt mit diesen ganzen Charakteren in Verbindung bringt, dass sein Ziel jetzt nicht irgendwie mit dem One Piece zusammenhängt, sondern eher halt mit dem Gesamtsieg zusammenhängt. Man darf aber auch nicht vergessen, diese verschiedenen Akteure, die von Oda präsentiert worden sind, Leute wie Imusama, Dragon, eben Akaino, Garling, Shanks Bruder, all diese Leute waren natürlich hier insofern relevant, dass sie in einem konkurrierenden sozusagen Kollektiv sich vereinen. Bedeutet,
es besteht zwar eine Konkurrenz unter verschiedenen Parteien, aber das heißt nicht, dass irgendwie jetzt ein Dragon darauf aus ist, gegen die Cross-Guild vorzugehen, weil es halt da keinerlei Rivalität gibt und auch keinerlei Überschneidung geben kann. Und das würde aber auch bedeuten, irgendwie scheinen diese Leute trotzdem halt im Endziel halt eine finale Rolle zu spielen. Und hierbei erwähne ich es halt nur aus dem Grund, weil die meisten immer noch davon ausgehen, fälschlicherweise, dass sozusagen erst Imus einmal abgehandelt wird und Ruffy sich halt dann gegen die Weltregierung stellt und dann halt da verschiedene Kämpfe ausgelöst werden. Und wenn das dann erledigt ist, wird er sich den One Piece zuwenden und halt ganz in Ruhe das One Piece finden. Ich kann mir inzwischen vorstellen, dass es tatsächlich andersrum ist. Ja, das One Piece zu finden und rauszufinden, was das One Piece ist, ist eines der monumentalsten Sachen in der gesamten Manga-Geschichte. Es ist das Endziel von einem der größten Werke, die es jemals gegeben hat. Und das Ganze hat natürlich einen unfassbaren Impact, ganz klar. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist nicht das Gesamtziel. Wenn jemand Piratenkönig wird, ist dann noch nicht das gesamte Leiden der Welt beendet. Dann ist Imus aber noch nicht besiegt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ganze im Vorhinein stattfindet. Die Rivalität würde dann halt eben aus Leuten wie eben Blackbeard, Shanks, Ruffy, Buggy bestehen. Und bei dieser Art von Rivalität ist es nochmal schwieriger. Gegen Shanks aktiv vorzugehen macht sowieso keinen Sinn. Shanks will sich vermeintlich nicht dem One Piece zuwenden, jetzt auf einmal doch, aber einfach nur mit der Prämisse, dass halt Blackbeard nicht das One Piece bekommt. Das heißt, die haben untereinander ihren eigenen Konflikt auszutragen. Bei Cross Guild geht es auch in diese Richtung und aufgrund eben dem Zusammenschluss kann man auch davon ausgehen, dass sich halt zum Beispiel auch Gekko Moria der Cross Guild anschließt und Mihawk halt gegen Blackbeard vorgeht, sollte Perona irgendwas passieren. Das heißt, die Ziele überschneiden sich halt hier eher so ein bisschen und die Roter Piraten und die Cross Guild könnten eine Art von Allianz bilden, zumindest halt temporär gesehen. Blackbeard ist halt unglaublich mächtig und auch die Blackbeard-Piraten sind unglaublich mächtig. Ja, sie sahen in der Vergangenheit öfter mal ein bisschen schlechter aus, aber lass mir nochmal alles ein bisschen Revue passieren. Ein Doc Yu hat es geschafft, Law Bin in Sekunden in den Bann seiner Teufelswucht zu bringen und Law musste immens viel Haki aufwenden, um das Ganze zu kompensieren. Dann fand Oga, ich meine, das war sowieso, wo Meinungen sich scheiden. Wir haben immer noch Kusan, der mit von der Partie ist. Shiryu hat es geschafft, Garp zu durchlöchern. Sehr mächtige, sehr starke Leute. Und das zeigt halt auch nochmal, wie viel Macht diese Leute mit sich bringen. Und das bedeutet halt auch, es gibt hier genügend Überschneidungen und genügend Möglichkeiten. Dragons Agenda ist aber halt eher gegen die Weltregierung bzw. gegen die Imusama gerichtet. Und das bringt halt auch wieder so einen kleinen Unterschied mit sich. Bei Imusama zum Beispiel weiß man sowieso, dass da noch einiges hinzukommt. Und diese ganze Grundthematik, dieser Grundkonflikt mit Joy Boy ist natürlich auch was geschichtlich Relevantes. Cobra hat es klar ausgedrückt. Wir sind alle Teil des D-Clans. Deswegen kann man davon ausgehen, diese korrumpierte Gestalt sozusagen, Nefeltari die Lily, wurde von Imo aus der Nerona-Familie korrumpiert. Das heißt, es ist wahrscheinlich wirklich so, dass er es geschafft hat, unsterblich zu werden, aber mehr als Präsenz zu fungieren und ihren Körper einzunehmen. Als sie ihren Körper eingenommen hat, kann ich mir auch vorstellen, hatte es wahrscheinlich eine Krankheit zur Folge, weil es was Widernatürliches ist. Dieselbe Krankheit, die Bonnie innehatte, die ihre Mutter eben dahingerafft hat und die eigentlich nur im Kindesalter mit einer extrem langwierigen, extrem schwierigen Behandlung kompensierbar ist und auch nur, wenn man sich vom Sonnenlicht fernhält. Vegapunk, der schlauste Mensch aller Zeiten sozusagen, hat es geschafft, diese Krankheit gerade so zu heilen unter sehr, sehr schwierigen Umständen und Aufwendungen und das bei einem Kind. Heißt, bei Imusama kann man davon ausgehen, wenn er diese Krankheit innehat, dass er sich zwar davor schützen kann, durch die Sonne getötet zu werden, sich vielleicht deswegen auch immer wieder im Verborgenen halten muss und man deswegen auch vom leeren Thron von Pangea spricht, weil eben dieser Thron sozusagen immer wieder halt leer steht. Er könnte ja geschichtlich gesehen einfach auftreten und sagen, okay, er übernimmt jetzt die Weltherrschaft. Wer wollte was dagegen tun? Ja, die meisten Könige glauben an so ein parlamentarisch, monarchalisches System, aber dennoch, die fünf Weisen stehen sowieso über den Ding und sollte sich da jemand dann doch noch hervorheben, der dann sogar noch der eben Nefeltari-Familie entspricht, was sogar legitim wäre, weil die eben nicht das Schwert platziert haben und ihren Thronanspruch nicht niedergelegt haben, wäre das für die meisten kein Problem und die wenigsten könnten irgendwas dagegen tun. Es wäre halt ein Weltherrscher, aber wie gesagt, wer solle was dagegen tun? Das Einzige, was halt dann sozusagen problematisch wäre, wäre eine gemeinsame, vereinte Piraterie sozusagen, weil diese Leute wären halt mächtig genug, gegen die Weltregierung vorzugehen. Alle anderen hätten sowieso keine Möglichkeiten, sind mir mal ehrlich. Auch wenn es mächtige Königreiche gibt, das reicht nicht aus. Auch kein Wano Kuni oder auch irgendwelche anderen Königreiche würden dazu nicht ausreichen, um halt gegen diese Macht vorzugehen. Deswegen muss man halt davon ausgehen, dass es irgendeinen anderen Grund mit sich gebracht hat. Und dieser urbane Mythos, der leere Thron von Pangea sozusagen, hängt halt dann für mich eher damit zusammen, dass ich Imusama bewusst immer wieder zurückziehen musste und dann halt auch immer wieder die Bildfläche betreten hatte. Und das könnte halt mit dieser Krankheit zusammenhängen. Das sage ich deswegen, weil jeder wieder natürliche Eingriff
dann irgendwie auch dieser Krankheit geführt hat. Saturn hat Experimente eben an Bonnies Mutter gemacht und diese Experimente wurden dann auf Bonnie übertragen und somit hat sie halt jetzt Bestandteile der Nika-Kraft und das war wieder natürlich, deswegen wurde die Sonne sozusagen zum Feind und das ist wieder genau dasselbe Beispiel wie bei den Teufelsfrüchten. Wir haben eine widernatürliche Macht, die halt dann durch Meerwasser kompensiert wird und hier haben wir einen widernatürlichen Eingriff in die Natur und das Ganze wird halt dann durch die Sonne sozusagen und durch diese Krankheit kompensiert und das macht für mich halt auch Sinn, weil alles, was halt hier widernatürlich ist, hat halt einen extremen Impact, einen extremen Auslöser. Wir wissen inzwischen, jegliche Art von Eingriff sozusagen in die Natur hat nachhaltig dafür gesorgt, dass der Ozean sich sozusagen das Land zurückholt. Das Ganze hat halt ein extremes Ausmaß. Und deswegen würde es halt Sinn machen, Imusama hier im Verborgenen zu halten und diese Silhouette beizubehalten, weil die Silhouette bei den Gorosei war ja offensichtlich nur stilistisch. Und man hat ja auch schon gemerkt, dass Imusama auch irgendeine Art von Tier ist. Das geht wohl in diese Richtung, dass man wahrscheinlich sogar einen Chamäleon benennen könnte. Man hat ja auch diesen vermeintlichen Pfeil gesehen und dieser Pfeil war eher ein Schweif. Das bedeutet, sein Schweif sozusagen hat halt dann Imusama und teils Sabo durchlöchert. Eine Verletzung übrigens, die Sabo, einen der stärksten Charaktere momentan aus One Piece, einen Monat lang ausgenockt hat. Und apropos Sabo, in seinem Fall können wir auch inzwischen davon ausgehen, dass sich da eher so ein eigener Arc manifestieren wird und der vielleicht sogar unabhängig von den Revolutionsarmee-Leuten stattfindet. Die Revolution wird weitergehen. Dennoch, Sabo hat jetzt halt eher den Auftrag von Kuppa bekommen, sein letzter Wille sozusagen, Waffe in eine Botschaft zu überbringen. Und man kann halt nicht so einfach hier einen Kaiser erreichen, deswegen wird er sich dem auch selbst annehmen. Und ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man diese Botschaft einfach über ein Teleschneckennetzwerk weitergibt, weil es könnte ja alles überwacht werden. Das bedeutet, Sabo wird wahrscheinlich so einen kleinen Zwischenarc haben und die kann ich mir auch vorstellen. Das könnte man vielleicht sogar unabhängig davon abhandeln. Ich habe ja schon mal gesagt, Oda hat es ganz klar benannt, es wird einen Second Protagonisten geben. Und wenn es nicht Buggy ist, ist es vielleicht sogar Sabo, der jetzt einfach seine eigene Abenteuerreihe startet. Und wer weiß, vielleicht führt ihn sein Weg auch zum Beispiel nach Wano Kuni, wo er dann Yamato einsammelt. Wäre eine coole Möglichkeit. Und wäre auch wieder ein cooles Bindeglied mit Ace dann. Was aber Dragon jetzt angeht, wissen wir auch, in irgendeiner Form muss die Revolution weitergehen. Und dieses Wissen rund um Imusama könnte halt jetzt extrem hilfreich werden. Hierbei ist Dragon immer noch eine der relevantesten Personen. Und Dragon ist nicht umsonst der meistgesuchteste Mann. Ja, die Revolutionsleute sind stark, aber meiner Meinung nach nicht annähernd stark genug, um die Gesamtstärke so krassig darzustellen, weil er besitzt zwar Wissen aus der Marine, er ist nun mal der Sohn von Monkey D. Garb, aber das reicht für mich immer noch nicht aus, um ihn so stark zu pushen. Es sei natürlich, er hat irgendwelche Informationen oder es sei natürlich, er hat irgendwelche verborgenen Kräfte, die weit über das bisher Gezeigte hinausgehen. Wir wissen, mit Haki kann man einiges erreichen, nur kann ich mir hier nicht vorstellen, dass man mittels Haki den Wind auf die Art kontrollieren kann, wie es Dragon getan hat. Das ist wahrscheinlich auch keine mystische Zoanfrucht, ich weiß, die meisten gehen davon aus, aber ich glaube eher eine andere Theorie, wo man das hier mit den verschiedenen Gottheiten aus einer Mythologie in Vereinbarung bringen kann. Und gerade zum Beispiel, wenn man hier den Donnergott betrachtet und die bildliche Darstellung dessen, als sich Enel halt diese Buddha-State sozusagen begeben hat, als er so einem riesengroßen Blitzwesen wurde, ist halt sehr, sehr stark an eben genau diese Donnergottgestalt angelehnt. Und bei dem Windgott kann ich mir was Ähnliches vorstellen. Wir dürfen eine Sache auch nicht vergessen. Wir hatten so ein Grundschema, was ich abgezeichnet hatte. Wir hatten Paramecia-Früchte in Verbindung mit Observationshaki. Dann wurde es natürlich weitergeführt. Wir hatten Zoanfrüchte und mystische Zoanfrüchte in Kombination mit Rüstungshaki, spezifisch Ryo-Haki. Jetzt haben wir wahrscheinlich Königshaki in Verbindung mit Logia-Früchten und wenn halt solche Leute jetzt relevant werden, wären halt jetzt auch Logia-Früchte relevant. Nicht nur die Admiralität, nicht nur Kleinigkeiten, sondern halt jetzt auch wirklich große Bestandteile davon. Und ja, Eckett war halt einfach dann nur ein Zwischenarc und Elban wäre halt dann die zentrale Möglichkeit, diverse Logia-Früchte zu enthüllen und das Ganze noch mit Königshaki in Verbindung zu bringen. Weil wir haben ja sowieso schon jetzt gesehen, allein Garbs Galaxy Impact, allein generell die Darstellung von Choibers Königshaki, das ist nun mal die Möglichkeit, halt wirklich Macht zu haben. Kaido hat es damals schon perfekt ausgedrückt, wenn man Länder regieren will, wenn man Länder zerstören will, erobern will, braucht man nun mal Königshaki. Und somit ist es die perfekte Möglichkeit, halt derartiges in Verbindung zu bringen. Und Dragon wäre halt dann immer noch ein monumentales Beispiel. Shanks ist in der Öffentlichkeit und ist halt momentan das Stärkste, was wir anhand von Königshaki gesehen haben. Wenn aber Dragon in der Kombination mit eben der angeborenen Macht von Garp sozusagen, dem angeborenen Haki und eben dieser Stärke auftritt und das in Verbindung mit einer Logia-Frucht, die in der Lage ist, Wind zu kontrollieren, das wäre über alle Maßen mächtig. Und das würde erklären, warum dieser Mann so legendär ist, so gefürchtet ist und warum er so einen Impact auslösen kann. Und die Gorosei sich vielleicht sogar deswegen zurückziehen, weil momentan ein anderer Kampfschauplatz stattfindet und Dragon vielleicht sogar irgendeinen Angriff inszeniert hat.
Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Das Königshaki von Choibe war mächtig, hat auch die ganzen Leute ausgenockt, dennoch einige standen und die Marinesoldaten sind auch nicht tot. Die Gorosei, die halt 100, wenn nicht sogar 1000, 10.000 Mal mehr kompensieren können, wären dann selbst in unmittelbarer Nähe nicht davon gestorben. Das allein zu ihrem Rückzug reicht für mich tatsächlich nicht aus. Es sei natürlich, es ist irgendwas anderes passiert, dass zum Beispiel diese Beschwörungsformel durch halt Königshaki negiert worden ist und somit könnte man das vielleicht erklären, aber dass sie dachten, sie sterben nur wegen Königshaki, auch wenn es Schäuber ist, das ist dann schon ein bisschen zu weit hergeholt. Was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut haben solltet, gerne mal den Hashtag Logia in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Tag, macht was draus, meine Freunde.